What's poppin', Jungs? Ich hoffe, euch geht's alle gut. Das bevorstehende Event Team of the Group Stage kommt. Viele wahrscheinlich, wie auch ich, hocken gerade auf Invests rum. Paar Informs. Ja, ist nicht so geil, sage ich ehrlich. Aber einfach halten, bis wir unseren Gewinn machen. Dazu könnten am heutigen Tag sogar noch ein paar Karten-Upgrades bekommen. Wenn PSG heute gewinnt, sind sie weiter und haben 2 Wins gesammelt. Das heißt, Messi kriegt eine 94. Bin ich sehr gespannt drauf. Selbe bei Phil Will Foden. Wenn die gewinnen und weiterkommen, ist ja auch wieder ne, Upgrade. Wisst ihr ja Bescheid. Ey, Aubameyang könnte auch eine 91 bekommen. Karten sind eh schon wieder zu hoch, ja. Also, selbe auch bei unseren 2 Live-Karten, Savio Moreira und Joao Mario, könnten auch Upgrades sammeln. Vor allem Benfica. Wenn Benfica heute gegen Maccabi Haifa gewinnt, hier seht ihr es nochmal, Maccabi Haifa gegen Benfica, Juventus gegen PSG. Dazu haben wir auch schon das volle Team of the Week. Mané, der von Tottenham, glaube ich, Bentase, De Vries, Kobel, Dalot, noch einen zweiten Inform, interessant. Wir haben auch schon die erste CL-Prediction. Es könnte gut möglich sein, dass ein Haaland eine CL-Karte bekommt. Ja, könnte sehr gut möglich sein. Ein Bellingham könnte genauso eine Karte bekommen, so ist nicht. Es könnte sogar wirklich sein, dass wir eine Choupo-Moting-Karte sogar bekommen, ne? Also man weiß ja nie, ne? Aber es könnte wirklich sein, dass eine Choupo-Karte kommt, weil der Mann ist gerade echt on fire. Aber sonst schaut schon ganz plausibel aus. Ein Rashford wird wahrscheinlich auch kommen, ja. Ihr wisst, wie er heißt, Bro. Quarkkuchen. Bei Napoli sehr, sehr krass, der Typ. Sané war auch super in der CL-Phase. Was auch noch sehr interessant ist, ist der Foddermarkt aktuell. Ich würde euch empfehlen, wartet bis Freitag, Samstag. Ich denke, wir kriegen Mittwoch, Donnerstag jetzt keine wirklich brennende SBC, wo irgendwas steigen wird. Deswegen, also jeder, der gerade investiert hat, er hockt auf den Invest wie ich. Ich werde aber weiter reingehen, so ist nicht. Wenn sich 84er noch unter 2K gehen oder so, nehme ich die 84er safe mit. 86er werden, denke ich, auch nochmal unter 13 gehen. Bestimmt so 12, 11 oder so kriegst du die safe gesniped. Selbe wie 87er. 87er habe ich auch sonst immer für 15 mitgenommen. Sehr, sehr nice. 88er auch 21, 20. 20k, sehr, sehr gut. 89er würde ich sagen, 29k würde ich mitnehmen noch. 29k ist immer super, die gehen immer recht hoch, ne? Manuel Neuer unter 40, so für 38 kann man den auch schon snipen. Selbe wie Lewandisney. Lewandisney kannst du auch snipen für 47, 46, 45. Geht alles. Also wie gesagt, einfach Karten snipen. Bei so teuren Karten, da nimmt ihr eh nicht so viele mit. Da ist wichtig, halt günstiger mitzunehmen. Ne? Und selbe wie bei den Informs, Griezmann und so, die werden jetzt ein bisschen sinken, na ist klar. So ein De Ligt, okay, der ist ein bisschen spielbar, na ist klar. Ich habe ihn für 20, 21 mitgenommen. Er ist bei 22, das ist sehr gut. Und Griezmann bei 16 mitgenommen. Wie gesagt, es wird immer ein bisschen sinken, aber denkt dran, das war vom letzten Team of the Week out of packs. Das heißt, die Leute können es nicht mehr ziehen. Von daher kann man es noch mitnehmen. Griezmann würde ich 15, 14 kann man den locker snipen. Ein De Ligt für 20, Bro. Muss man gucken, wie man hinbekommt. Ist schwer. Martinez bei 25, 26 gecallt, beziehungsweise mitgenommen. Ist jetzt bei 27, 28 teilweise. Toni Kroos, 39. Ich glaube, ist es ein Preispack oder so. Aber wenn er 39 kostet, würde ich ihn auch noch mitnehmen. Und Donnarumma habe ich bei 57 mitgenommen. Er ist jetzt bei 73. Das sind auch seine 20k Profit, ne? Was soll ich dir sagen? Casemiro, wenn du ihn unter 50 bekommst, 48 oder so. Souverän, überragend. Wirklich. Würde ich mitnehmen. Wenn da eine Brecher-SBC kommt, der steigt sowas von. Habt auch noch ein paar Karten von Out of Position im Blick. Die Karten gibt es dann nicht mehr zu ziehen ab Freitag. Das heißt, Karten wie Dumfries und so, ich habe ihn bei 68 mitgenommen oder so. Karten wie Dumfries werden hochgehen, 100%. Wenn eine gute Interkarte kommt oder was weiß ich, es gibt eine SBC von Damian wie letztes Jahr. Da werden solche Interkarten hochgehen, Junge. Selbe wie bei Barardi. Habt auch so Karten wie einen Perisic oder so. Die kannst du wirklich überall spielen. RF, rechter Verteidiger, RM, ZOM. Wirklich, Lengsi hier, kannst du überall zocken, auf dem Schirm haben. Wichtig. Also was das Krasseste ist auch dieser Traoré, dass er wirklich nichts kostet, wirklich. Er ist Lengsi. Er hat gute Trades, finde ich sogar. Du kannst ihn RM, RF, ZDM spielen. Das heißt, du kannst ihn wie einen Valverde auf den rechten Flügel packen und kannst ihn dann in-game in die Mitte formatieren. Und auch so ein Touré, selbst wenn er out of packs ist, Jungs, irgendwann muss er ja ein bisschen hoch. Einige werden ihn als Sub benutzen. Dadurch, es gibt ihn halt nicht mehr auf dem Markt. Deswegen, nehmt euch da ein paar Karten mit für 13k. Kann man sich den bestimmt hier mal eintöten. Guck hier, 13k. Ich glaube, 13k ist auch Mindestpreis. Yes, 13k Mindestpreis. Einfach mal mitnehmen oder so. Einfach mal gucken. Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen, Jungs. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Sonst sehen wir uns wie jeden Tag auf Twitch. Könnt auch gerne abchecken. Und wir sehen uns. Peace.